Österreich-Bester. Es ist eigentlich ein Wahnsinn. Jetzt habe ich so lange drauf angeschafft und jetzt habe ich es wirklich geschafft. Wirklich genial. Endlich kann ich so können am Vater sorgen und aus dem Schatten von ihm treten. Und obwohl ich mich die letzten Jahre gleich bemüht habe, hat es jetzt wirklich geklappt. Das ist genial. Das ist ein Moment zum Genießen und in sich gehen. Weil ich kann es wirklich eigentlich noch gerne glauben, dass das geklappt hat. Marco Fleisch hat vor mehr als 20 Jahren als Lehrling in der Generaldirektion in Graz begonnen und dort alle Abteilungen kennengelernt. Das Fachwissen, das er dabei erworben hat, nutzt er heute noch im Außendienst. Ein großes Danke gibt es für all jene, die ihn auf seinem Weg nach oben begleitet haben. Für sie wird er kochen, ein typisch Vorarlberger Gericht. Grüß dich, servus, heil. So. Ich komme die Sachen holen, die ich bei dir bestellt habe, gell? Schön, du. Ha? Zutaten sind extrem wichtig, weil es nutzt nichts, ein gutes Rezept zu haben und keine guten Zutaten. Und gerade bei uns im ländlichen Raum gibt es sehr gute Produkte, wie jetzt zum Beispiel dieser Käse da, wo wirklich nur aus Junimilch gemacht worden ist, weil das frischeste Gräs ist und man sieht das auch von der Lochung her, dass das ganz was Besonderes ist. Bei den Zutaten mit dem Erfolg ist es ähnlich. Wenn du mit dem Strom mitschwimmst und standardmäßig gewisse Sachen nimmst, wo die Masse anhört, wird das zu keinem Erfolg führen. Das ist wie genau wie bei diesen Produkten, dass es einfach auch was Besonderes, Einzigartiges sein muss. Das heißt auch einfach anders sein wie die Masse und dadurch kann man sie abheben davon und auch erfolgreich sein. Erfolgreich ist übrigens auch Ehefrau Nina, erfolgreich als Sängerin. Ihr erster eigener Song wird bereits im Radio gespielt und so arbeitet sie intensiv an ihrer Karriere. Schalala, hey, hey. Ich glaub, ich bin, es wär mal lieber, wenn's so ist, du hörst mal gesehen. Ich sei schon wieder stick. Blöds Wäger, 2-3 Kilo, stellst mich an, nicht als wie ein Depp und der's noch. Da habe ich jetzt bis jetzt die Eier, das Mehl, jetzt habe ich es kurz gesalzen und jetzt wird das durchgeknetet und danach kommt noch eine Mischung aus Wasser und Milch dazu, weil das würde für die Flüssigkeit ja nicht reichen. Das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe, ja, da sieht man dann, ob der Teig richtig geworden ist, ob das Wasser richtig heiß war und das ist die wichtige Aufgabe eigentlich für dem Ganzen. Und auch die traditionelle Aufgabe für dem Ganzen ist das. Der berufliche Erfolg und das Kochen haben übrigens vieles gemein. Ein Kunde merkt, ob man mit Leidenschaft am Werk ist oder ob man das einfach nur so macht. Und das, ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn man morgen aufsteht und sagt, wow, mir taugt der Beruf, ich will das machen, dann ist das was anderes, wie ich stehe auf und sage, mach schon wieder das. Und ich glaube, das strahlt man aus. Und wenn das so ist, dann stellt sich der Erfolg von selber ein. Und es ist ja wie bei den Käsespätzle, wann nimmt man es da raus und wann gibt man den Käse dazu? Genauso entscheidend ist so beim Geschäftsabschluss, wann ist der Punkt da, zum Kunde sagen, so, und jetzt machen wir das. Und es ist einfach eine Gespürsache, eine Gefühlssache. Und wenn man das Gefühl nicht hat, dann wird man auch mit dem besten Produkt nicht erfolgreich sein. So sehe ich einmal das. Und jetzt hätten wir das soweit, jetzt könnten wir eigentlich schon an den Tisch gehen und das unseren Gästen servieren. Die Gäste, das sind Grawe-Vorstandsdirektor Erik Fenningdorf
der Landesdirektor Patrick Hammerer und Vater Helmut. Natürlich sind auch Ehefrau Nina und Sohn Vincent um den Tisch versammelt. So, da hätte ich das Erste. Einmal Kässpätzle. Dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Mahlzeit miteinander. Und das Essen von Papa ist? Es sieht aus, als habe es geschmeckt. Es hat wieder hervorragend geschmeckt. Der Marco Fleisch hat immer das richtige Rezept zur Hand, egal ob es für die bodenständige Küche ist oder für die Monokularküche. Und er versteht immer, die richtigen Produkte beim richtigen Lieferanten zu beziehen für beide Dinge, egal ob als Koch oder als Verkäufer. Wie beim Kochen ist es auch im Versicherungswesen sehr, sehr wichtig, verwurzelt zu sein. Verwurzelt in der Region, verwurzelt mit Vorarlberg. Marco Fleisch versteht es, seinen Versicherungskunden seine Produkte so zu servieren, dass es ihnen auch schmeckt. Ja, als Vater ist man schon ein bisschen stolz, wenn der Sohn in der großen Grabe-Familie der Beste von den Allerbesten ist. Das ist keine Frage. Und ja, ich weiß, was dahinter steht. Das ist eine sehr große Aufgabe. Aber er hat es sehr gut gemacht und vor allem, was mich sehr, sehr beeindruckt, ist, dass er den neuen Punkterekord aufgestellt hat in der Grabe-Familie, dass er die meisten Punkte aller bisherigen Träger dieses Preises innehat. Der Marco ist nicht nur ein super Koch, sondern auch ein ganz ein toller Papa und wirklich ein toller Ehemann. Also er ist nicht nur zu seinen Kunden toll und tut alles für sie, sondern da können wir auch von seinem Wesen profitieren und freuen uns natürlich jeden Tag über das, wie er ist. Es hat mich sehr gefreut, dass wir alle da waren. Jetzt nehmen wir mal zum Schluss ein feines Schnäpsle. Das ist ein Williams, ein wunderbarer. Einmal der Erik, bitteschön. Einmal Patrick. Einmal Papa. Einmal Nina, Schatz. Und dann sage ich Prost. Hat mich riesig gefreut. Und das war der erste Teil. Und ich hoffe, dass wir uns zum zweiten Teil das nächste Jahr wieder da treffen. Zum Wohl miteinander. Zum Wohl. Zum Wohl. Viel Erfolg. Zum Wohl. Prost. Zum Wohl.